Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Evoland und dann wollen wir uns doch mal nochmal zur Karte begeben, denn ich glaube, da finden wir vielleicht noch ein paar Sachen, die wir uns aneignen sollten. So wie beispielsweise Thron. Vielleicht gibt es da nämlich immer noch irgendwas Verstecktes. Beziehungsweise wir wollen ja auch alle Mini-Details haben. Boah. iTun. Macht die kleinen Zumba-Dinger platt. Und Magie heilen. Das ist doch mal eine üble Schildkröte, Mann. Zack, gib ihn. Aber das sollten wir noch dagegen heilen können. Unsere geringfügigen TP, die wir da besitzen. Oh, angreifen, ich wollte eigentlich heilen. Das Ding sieht echt cool aus. Heilen und Angriff. Zack. Hält auch ganz schön was aus mit seinem dicken Panzer. Ja, und da haben wir gewonnen. Link hat Stufe 6 erreicht, sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Okay, das hat Stufe 6 erreicht, ihr Wert für Magie wurde erhöht. So, da unten. Der Heilige Hain, da kommen wir nicht weiter. Können wir gleich wieder gehen. Okay, da hinten kommen wir auch nicht weiter, dann können wir links mal noch gucken. Wahrscheinlich müssen wir dann gleich zum Heiligen Hain marschieren. Zack, mit ihm Magie heilen. Und nächster Angriff. Nochmal heilen, denn unser Klink bekommt so langsam ein klein wenig TP-Probleme. Und dann müssen wir dagegen heilen. So, hier, gibt es hier noch irgendwas? Okay, unter Umständen gab es da doch nichts, dann habe ich uns leider ein klein wenig Zeit verschwendet. Aber hey, das ist ein Spiel, das kenne ich selber nicht, also es bleibt nur hier. Von daher passt es. Zack. So, mal hier nochmal heilen. Und Angriff. Okay, ich glaube, es ist wirklich hier ratsam, wenn wir jetzt zum Dorf gehen, denn da ist nichts mehr zu finden. Na gut, ich habe mein Glück probiert. Leider hatten wir in dem Falle keins. Dann eben zurück zur Stadt, zum kleinen Dorf, das wirklich sehr heruntergekommen aussieht. Ich frage mich, was da für eine Verderbnis sie heimgesucht hat. Und heilen. Ob dieser Kristall uns da wirklich so hilfreich sein kann, wie sie hofft, wir werden sehen. Gleichzeitig frage ich mich, was so ein kleiner Kristall bitte macht. Also ich meine, man sagt Kristallen ja immer irgendwelche sonderbaren Sachen zu. Man erinnere sich nur an Pylons aus StarCraft 2, die erhöhen einfach mal so die Anzahl an Kreaturen, die wir kontrollieren können. Auch ganz interessant. Naja. Na, noch ein Kampf. Ein Dreier. Ein flotter Dreier mit einem Stecher. Oh Mann. Okay, theoretisch müsste ich sagen, ein flotter Fünfer, aber jetzt sind es nur noch Vierer. Ach Gott, komm schon. Ständig die Stadt erkunden. Sehr schön. Klink hat Stufe 7 erreicht, sein Wert für Leben wurde erhöht und Keres hat sich Stufe 7 erreicht und das Leben wurde ebenfalls erhöht. Dann auf in die Stadt hinein. So, dort speichern wir nochmal. Und dann reden wir mit den Leuten. Wir kommen in Ogai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Ogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Oh oh, da müssen wir doch wohl was dagegen tun. Wird geladen. What the fuck? Interessant. Können wir da nirgends rein? Nein, sieht nicht so aus. Okay, gehen wir mal nach oben. Was haben wir denn dafür ein? Mit einem Luftschiff natürlich. Onkel,
Ist alles in Ordnung? Ey, da ist wirklich einiges angelegt an Final Fantasy. Das ist Cid mit S, nicht mit C, wie ansonsten aus Final Fantasy 7. Nehmen wir das. Keres. Endlich. Ach stimmt, sie heißt Eris. Oh, ist mir auch noch aufgefallen. Egal. Endlich seid ihr wieder zu Hause. Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb OAG ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert aus der Noria-Mine. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Oh, und auch Klink habe ich hier, um das Schwert zu führen. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Nein, ich wollte noch kaufen gehen. Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Gorn, um in der Zitadelle zu gelangen. Es wurden zwei Hälften gespalten, eines im Heiligen Hain zu finden. Er liegt im Süden von AOG. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler auf dem Markt. Er war seinerzeit Offizier bei der Armee. Klink, könntet ihr die Bombe besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gelangen? Ich finde, der Wein einen Weg, stärker zu werden. Ich sollte mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass ihr mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er wäre ein mächtiger Zauberer. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch kannte. Gut, sie lernt neue Zaubersprüche. Ich stoße später wieder zu euch, suche inzwischen gern auf und fragt nach der Bombe. Oder nach den Bomben. Ja, gerne, das mache ich doch. Ihre Mutter war genauso eigensinnig. Viel Glück. Freigeschaltet, Mitglied verlässt Gruppe. Allein zu sein ist etwas einsam. Ja, das stimmt. So, schauen wir uns mal um. Ich brauche endlich mal einen Waffenladen. Da war eine Truhe, HD Hintergründe. Wow, einfach nur wow. Ich habe jetzt kurz keinen Unterschied gemerkt. Ich lebe schon seit 60 Jahren in Argoy und die schwarze Zitadelle steht leer, soweit ich zurückgedenken kann. Jetzt scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in alten Zeiten. Oh mein Gott. Warum nur? Bedauere, da kann ich euch nicht dienen. Ich weiß nichts über Bomben. Und warum solltet ihr eine Bombe brauchen? Wir haben ohnehin schon genug Ärger. Was ist denn mit dem Brunnen? Verdammt, da ist einfach weitergelaufen. Ich wollte wissen, was mit dem Brunnen ist. Bei dem einen konnte ich in den Brunnen rein, hier kann ich nicht in den Brunnen rein. Alles klar. So gut. Da wir am Anfang ein bisschen Zeit verschwendet haben, mache ich ein bisschen länger. So. Schauen wir uns da unten mal um. So ein bisschen schnelleres Sprinten wäre auch ganz cool. Dim, dim, dim. Frau, rede mit uns. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der Heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Naja. Abwarten, nicht verzagen, Klink fragen. Zack, unruhiges Kind. Er rennt den ganzen Tag lang herum. Herumrennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Ah, wie geil. Freigeschaltet Kartenspieler. Seid ihr spielerbereit? Ihr wollt eine Bombe? Ich gehöre schon ewig nicht mehr zur Demarkia-Armee und habe keins von diesen Dingen aufbewahrt. Ihr solltet mit unserer Krankenschwester nördlich von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Argoy und seine Bewohner. Was ist mit dem hier? Warum ist er nur so besessen davon, Sachen in die Luft zu jagen? Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwingen aus seid, seid ihr hier bei mir Gold richtig. Da wollen wir genau das Spiel auch mal ausprobieren. Da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Den Stapel, gegen den ihr spielen möchtet. Wenn ihr gewinnt, gibt es weitere Stapel. Regeln. Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Die Spieler platzieren Reihungen Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höheren Werten entsprechend daneben platziert. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Geil, das ist das Spiel einfach nur aus Final Fantasy 9 mit den Karten. Machen wir mal einfach. Ich spiele die hier. Ja, das ist echt das Spiel, geil. Wollen wir nach unten eine gute Attacke haben und nach links und rechts ist wurscht. Zack. Meine. Ach Gott, wie geil.
Also ich habe mich irgendwie, glaube ich, ein bisschen dieses Spiel leicht verwirrt. Verliebt. Verliebt. Einfach so goldig. Zack. Ich spiele die hier. Ah, Mist. Den Doppelbonus gibt es hier Gott sei Dank noch nicht. Zack, meine. Na, was hat er noch? Na, nichts Besseres auf jeden Fall. Dann hole ich mir mal den hier noch. Zack. Und seine letzte Karte. Ich habe gewonnen. Yeah! Darf mir jetzt auch eine Karte von ihm aussuchen. Freigeschaltet Kartenspieler, ihr habt eine Runde Doppelzwillinge gewonnen. Nächstes Mal gewinne ich. Ist noch was freigeschaltet? Nee, ich glaube nicht. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part, dann wollen wir das Kartenspiel mal auf die Spitze treiben. Bis dann, Leute.